sind bei Spiel Nummer 5, rausholen heißt das. Ihr habt schon ein bisschen gucken können, ihr habt euch auch schon umgezogen und wundert euch trotzdem, was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Also, ihr müsst gleich einen Gegenstand aus der Mitte des Pools von außen, also ihr geht nicht hinein, ihr bleibt draußen stehen, nur mit Hilfe eurer Hände herausholen und hier in diesen Korb ablegen. Okay. Dann auch noch die Glocke läuten. Also, rausholen, ablegen, Glocke läuten. Okay. Wer seinen Durchgang in der kürzeren Zeit herausgeholt oder seinen Gegenstand in der kürzeren Zeit herausgeholt hat und die Glocke drückt, gewinnt einen Durchgang. Mhm. Wer als erste drei Durchgänge gewinnt, der gewinnt auch das Spiel. Also man muss dreimal gewinnen, nicht drei Durchgänge, dreimal muss man gewinnen. Die Münze entscheidet, wer anfängt und dann beginnt ihr immer im Wechsel. Ich erkläre es gleich in Ruhe nochmal. Du würdest jetzt anfangen. Mhm. Du kriegst dann gleich die Brille auf, damit du nicht siehst, wie Mozzi das macht. Also, ihr stellt euch gleich als allererstes an die Position, wo es weiß ist. Mhm. Da stellt ihr euch hin. Dann wird unser Kollege einen Gegenstand in die Mitte des Pools legen. Und ihr müsst mit den Händen jetzt versuchen, diesen Gegenstand so nah wie möglich zu euch zu bekommen, dass ihr den rausholt. Ihr könnt natürlich rumlaufen nachher, wo ihr wollt. Starten aber, also als allererstes starten, wo es weiß ist. Und dann versucht ihr irgendwie an diesen Gegenstand ranzukommen. Okay. Ihr dürft nicht springen, nicht rein, nicht sonst was, nur die Hände an sich benutzen. Okay. Füße bleiben auf dem Boden. Okay. Ja. Weißt aber schon, wie lang unsere Arme sind. Oder? Deswegen sind wir ja gespannt, wie ihr das anstellt, um an den Gegenstand zu kommen. Okay? Okay. Starten tun wir dort, aber. Genau. Du setzt dich hin, Brille aufsetzen. Ja. Ich setze mich aber dahin. Du kannst dich gerne dahin setzen, wie du möchtest. Ja, Mozzi, du kommst schon mal mit mir mit. Also, hier starten. Hier. In die Mitte kommt gleich der Gegenstand. Okay. Und du versuchst dann irgendwie, mit welchen Bewegungen auch immer, diesen Gegenstand zu bekommen. Okay? Mehr Tipps kann ich dir im Moment erstmal nicht sagen. Okay. Okay, dann den ersten Gegenstand in die Mitte packen. Ich warte, bis das dort ist. Ja? Ich sage los und dann läuft die Zeit. Du bist startklar? Mhm. Dann los. So, was haben wir dort? Oh, kommt mir bekannt vor. Kleines Antchen. Und jetzt versucht sie natürlich mit Wellen, die dort rüber zu bringen. Ne? Auf eine Seite, um sie rauszuholen. Keine Angst, die Damen sind jetzt mal wasserfest angezogen. Ich glaube, es sind 44.000 Liter Wasser, die wir hier haben. Wie wir sehen, das kleine Entchen schwimmt hier tatsächlich auf den Rand zu. Und da muss man natürlich überlegen, ab wann man eine reelle Chance hat, ranzukommen. Oder ob man von der Seite noch ein bisschen durch Suchtwirkung vielleicht das schafft. Und wir sehen auch das nächste Problem. Dass nämlich die Wellen selbstverständlich auch vom Poolrand reflektiert werden. Ja, und die löschen sich jetzt eben so ein bisschen gegenseitig aus. Diese eine Welle, die am Anfang, als das Wasser noch extrem ruhig war, ziemlich eine gute Wirkung hatte. So, und jetzt mal gucken, was ist ihr Plan? Wir schauen uns das an. Ich kann ein bisschen... Ein bisschen. Nein, das nicht. Füße mit unten bleiben. Auch da kennen wir die Videos von YouTube, ne, wie diese Pools zusammenbrechen. Und ich glaube, wir haben keinen Ersatzpool. So, Achtung, da war die Ente noch unterwegs. Komm, und da hat sie sie. Und bimmeln. Achtung, wir gucken auf die Uhr. Sehr gut. 12:32. Ja, setz dich einfach hin. Darf ich abnehmen? Du darfst jetzt abnehmen. So, beim ersten Durchgang jetzt. Obwohl, setz mal die Brille vorsichtshalber auf. Okay. So. Entschuldigung, Mike, ich hätte das auch bringen können. Das tut mir leid. So. Laura, auch hier starten. Das ist der erste Gegenstand. Der kommt in die Mitte und du musst versuchen, an den Gegenstand zu kommen. Nicht springen, wenn es geht, ne? Weil das könnte sonst brechen und dann haben wir keinen Spaß mehr. Füße bitte auf den Boden lassen. Du bist sonst soweit startklar. Dann los. So, also dieser Kescher hat unten keinen Boden. Der dient nur dazu, den Gegenstand. Und unser Entchen ist natürlich auch hier das erste in der Mitte zu positionieren. Und ich glaube, das darf man sagen, Laura macht hier ganz schön Welle. Also da ist einiges unterwegs. Aber auch da wird es gleich passieren, dass sie hinten an der Wand so ein bisschen abprallen, die Wellen, und dann wiederkommen. Und der Rest ist dann eben reine Physik. Also da wird es dann wieder ein bisschen langsamer. Wobei wir ja bei Mozzi Mabuse gerade beobachten konnten,
dass als sie rumgegangen ist, dort die Ente trotzdem immer noch auf der Reise war. Also, das ist jetzt auch die Frage. Wann entscheidet man sich rüberzugehen? Wann wird Laura Karasek hier sagen, okay, ich probiere es von drüben. Ich versuche dann sozusagen mit Sog und nicht mit dem Wellenschlag, also die Ente weiter ranzuholen. Und es scheint auch so ein bisschen eine Konditionsfrage zu werden. So, und das sieht doch für mich, ja. Man kann zwar die Kamera ein bisschen verzerren, aber das sieht doch für mich schon ziemlich dicht aus, oder? So, sie hat noch 10 Sekunden. Da ist sie. Zack, rein. Klingeln. Erst rein. Jetzt klingeln. Da müssen wir nochmal. Das ist aber jetzt sehr streng. Gesagt ist gesagt. Heißt? Naja, das ist noch die alte Zeit. Ja. Das müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Ich habe jetzt wegen des Klingelns verloren. Oder was? Ja, wahrscheinlich hast du Glück gehabt und das waren keine 5 Sekunden, aber du hast es erst nicht reingelegt und dann geklingelt. Deswegen gucken wir ja lieber nochmal nach. So. Aber das hat den Eltern erklärt. Also zuhören ist kein Nachteil, erst den Gegenstand aber rein. Aber ich glaube, du hast trotzdem, wenn auch jetzt ganz, ganz knapp. Ja, aber können wir das bitte sehen in irgendeiner Form? Genau, ne? Also da will natürlich. Behaupten Elton können wir alles. Als unser. Spieldirektor hier. Einfach. Wie, man hat nur 5 Sekunden oder was ist das? So, Achtung, da noch nicht. 1, 7. Da ist natürlich die Uhr stehen geblieben, aber er sagt, zack, rein. 2, 3. Ja, ich auf jeden Fall war es so ein Tick schneller dann auf jeden Fall noch. Also geht dieser Punkt an Laura. Mhm. Wenn auch sehr knapp, erst reinlegen, okay. Dann klingeln. Yes. Bin ja dann du noch fängst noch jetzt an. Ach so. Okay. Oh Gott, nochmal. So, jetzt braucht ihr die Brille nicht mehr, weil jetzt okay. Habt ihr ja ungefähr, okay. Ihr habt beide den ungefähr. Gleichen Stil drauf. Okay. Ihr könnt euch nichts mehr abgucken. Okay. Nur Laura fängt jetzt an. Ja. Ja, aber trotzdem. So, macht sie sehr geschickt, dort ein bisschen langsamer zu gehen, ne? Wir werden doch ein bisschen aus der Puste. Und wir warten auf den nächsten Gegenstand. Und sind schon gespannt, was es sein klar? Wird. Ja. Los. Rausholen heißt es also. Eine Flasche, wir erkennen sie. Und wir erkennen, dass in der Flasche etwas drin ist. Also die gute, alte, klassische Flaschenpost. Sollen ja nicht alle ankommen. Manchmal auch ein paar Jahre später. Aber das ist die Flaschenpost ja nicht die einzige Post, die sowas zustande bringt. Die Wellen sind wieder unterwegs. Die Flasche schneidet so ein bisschen durch die Wellen durch. Das bringt natürlich nicht viel Vortrieb, aber trotzdem ist sie wieder auf dem Weg zur entgegengesetzten Seite. So, und da hören wir es. Jetzt ist sie wieder ein bisschen breiter. Jetzt versucht die auch, die Flasche ein bisschen nach links zu kommen. Nein, und dort kämpft sie. Natürlich, zwei ja, solche Durchgänge hintereinander. Ja. Ist schon ziemlich krass. Aber es wurde ja ausgelost. Vielleicht ist es ja auch wieder andersrum. So, und jetzt, ja. Sollte überhaupt kein Problem sein. Andere. Ja. Kurzeste Stelle, jawohl. Reinlegen. Und jetzt wird sie ja alles richtig machen. Jawohl. Geklingelt. So, klasse Zeit. Bitte schön, der Herr. Ein 69er. So, das war schnell. Mozzi hat es gesehen und auch die Zeit. Du bist stark, klar? Yes. Los. Ja, gleiche Technik, konnte sich ein bisschen länger ausruhen. Also Mozzi macht jetzt hier die Welle. Aber wirklich, diese Zeit, diese 1:01:08. Und sie probiert jetzt mal, wenn ich es mal mit der ersten Runde vergleiche, hier mit wesentlich größeren Wellen. Also sie haut dort richtig rein, spritzt oben fast sogar. Und mal sehen, ob das hilft, diese Umstellung der Technik hier. Eine Idee wird sie schon gehabt haben. Diese weiße Markierung, da sollte es also losgehen. Sie geht sehr, sehr früh rüber und muss jetzt den Sog machen. Ui, natürlich ist das eine Möglichkeit. Wenn man mal so an irgendeinem Fluss steht, am Rhein, an der Elbe oder wo auch immer die Schifffahrt ist, dann wissen Sie das ja auch, wenn ein großes Schiff kommt, dann verschwindet plötzlich das Wasser so ein bisschen, also diesen Sog. Und mit diesem Effekt versucht sie jetzt an die Flasche ranzukommen. Aber vielleicht ein bisschen zu früh rübergekommen. Aber noch so. Ja, komm. Also, Laura war da definitiv länger drüben noch mit dem Wellen machen und das wird wohl nichts hier. Die Nein. Zeit ist um. Leider nicht. Stopp. Nee.
Ah, Tick zu früh. Zu früh. Tick zu früh. Zu früh. Mozzi fängt jetzt an. Punkt für Laura. Das heißt, ein Durchgang muss sie noch gewinnen. Kurz durch. Ja, das ist krass. Wow. Ja. Nee, du fängst jetzt an. Ah. Immer abwechseln. Ah, leider. Ja. Dammit. Zu früh. Tick zu früh. Ja. Ja. Oh. Schwer natürlich einzuschätzen von dort drüben. Ne? Okay. Nochmal durchatmen, durchpusten. Okay. Wird's okay? Dann los. So, und was ist das jetzt? Es ist ein schnödes Stück Holz, was dort jetzt schwimmt. Das ist fies. So. Dann Verbundwerkstoff also. Und ja, es ist, hat natürlich ein Eigengewicht. Also es schwimmt dort wirklich nur knapp oben. Da ist die Frage, wie viel Welle nimmt dieser Gegenstand überhaupt mit? Ja, es sieht ein bisschen so aus, na klar bewegt er sich von der Mitte mit, aber es sieht so aus, als wenn wesentlich mehr Wellen notwendig sind. Na klar ist das kleine Stück Holz unterwegs, aber eben weniger. Aber eben weniger. Und jetzt hat eben Mozzi diesen Nachteil, dass sie schon wieder dran ist. Und wir sehen es ihr an, wie sie beginnt schwer zu atmen. So, und jetzt muss sie das richtige Timing hier haben. Es wird höchstwahrscheinlich länger dauern als diese 101 mit einem Stück Holz. Ne, kurze Pause muss sein. Laura Karasek jetzt mit dem Glück, dass sie sich natürlich ausruhen kann in diesem Augenblick. Und Mozzi kämpft und kämpft und beobachtet das Stück und fragt sich, wann renne ich denn dieses Mal rüber? Ich sehe es nicht. Ja, genau, das ist das Schwierige, ne? Da sieht man ja bloß ein ganz klein bisschen was an der Oberfläche. Und sofort wieder von dort atmen. Los, das Wasser muss weg. Der Sog muss entstehen. Das Holz kommt dichter. Was es wert ist, das wissen wir ja noch nicht. Mit anderthalb Minuten. Und jetzt, ja, jeder Zentimeter zählt. Aber es will einfach nicht näher. Es will nicht näher kommen. Come on. Los. Und zureden und alles, was dazugehört, aus der Perspektive hier, das verdichtet natürlich mit so einem Kameraobjektiv. Wie viel fehlt noch? 30 Zentimeter, 40. Und es scheint dort wie angenagelt zu sein. Ja, weiter, komm. Na, aber sind die berühmten Millimeter? Jetzt kommt es wieder ein bisschen dichter ran. Aber es sind im 2 Minuten. Jawohl, seitlich weg. Nee, das geht wieder in die andere Richtung. Es muss, wie gesagt, saugen. Es muss so sein. Dann wieder zurück. Ach, und das ist jetzt extrem bitter. Ja, das da bleibt ja auch ihr nichts anderes übrig, als wieder auf die andere Seite zu gehen und jetzt wieder damit zu arbeiten. Ein sehr, sehr böses Spiel. Es erinnert mich fast an diese Schatzsuche, die wir hier vor einigen Monaten hatten, wo sich Olympiasieger hier dumm und dämlich gegraben haben, hier in Sandkästen, um Gegenstände zu finden. Das scheint jetzt hier in so einer ähnlichen Kategorie unterwegs zu sein, dieses Spiel. Oh, gerade Mann. Bei diesem nicht besonders netten nicht Stück Holz. Nee. So, und sie probiert es wieder so. Yeah. Also mit dem Trick, Wasser raus. Ja. Yeah. Und wir sehen ja, wie nass es dort schon ist. Es kommt wieder dichter ran. Ja. Wie groß kann die Wut auf so ein Stück Holz sein? Wir sehen es, es sind 10 Zentimeter vielleicht. Kommt immer dichter ran. 3 Minuten in diesem Augenblick. Komm, du musst es doch gleich haben. Jeden Augenblick. So, komm, 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 fass zu. Hand lang machen, da ist es. So, sie ist erlöst. Die Sekunden können zählen. Nein, 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 umgekehrt, rum. Aber egal. Oh, das war hart. Ach, da wurde es wahrscheinlich schwarz vor Augen. Aber auch Laura kann das passieren, zu früh rüberlaufen. Es ist noch nichts entschieden. Der einzige kleine Vorteil ist, 3 Minuten Pause gehabt. Das hat aber die Münze so entschieden. Okay? Ja. Dann los. So, das ist ja also quasi der Spielball für Laura. Und sie konnte sich auch noch ausruhen. Also das war bei dem bisher schwierigsten Gegenstand wirklich ein großes Glück für sie. Na, aber wie gesagt, wir losen aus. Dafür ist bei anderen Spielen, wenn man
als erstes, als zweites ran muss. Ein Vorteil, ein Nachteil. Deswegen hat Elton seit Jahren diese Münze bei sich. So, und sie hat natürlich das gehört. Sie hat das mit beobachten können, wie das ist. Lange, lange dort einfach die Wellen losschicken. Nicht zu früh rübergehen. Das Ganze gleich vielleicht bei Elton ja auf Instagram oder dann wieder beim Eltenabend. Da wird er das Thema sicherlich auch nochmal aufarbeiten. So, das sieht doch hier schon mal gut aus, oder? Verzerrt hier die Kameraperspektive. Sie macht auf jeden Fall länger hier. Und ich möchte mal behaupten, das sieht wirklich gut aus. Denn bei Mozzi war es natürlich einmal das Pech, dass sie zu früh rübergerannt ist. Sie muss eigentlich schon rankommen. Gucken Sie mal da. Da ist das Ding. Und sie hat alle Zeit der Welt rein. Jawohl. Klingeln. Sehr gut. Ganz stark. Du hattest deine Freude, Elton. Ich hatte meine Freude. Ich habe schon gesehen, dass du da schön Fotos gemacht hast. Diese Blicke. Das war schon sehr schön. Ja, also. Ihr könnt euch. Aber jetzt sind wir nass. Ja, wartet erstmal. Ich mache erstmal die Punkte. Jetzt okay. Laura Karasek gewinnt Spiel Nummer 5. Rausholen. Und geht jetzt mit 11-4 in Führung. Du willst keine Videos von Schlag den Star mehr verpassen? Dann abonniert uns und aktiviert die Glocke.